Eine eigene kleine Website zu erstellen, die schon ordentlich was hermacht, ist gar nicht mal so schwer. Und in dieser Tutorial-Reihe zeige ich dir, wie du das auch schaffst. Wie funktioniert eigentlich das World Wide Web in seiner einfachsten Form? Nun ja, du hast hier einmal auf der linken Seite dein Browser und der möchte gerne eine Internet-Webseite von Server hier auf der rechten Seite bekommen. Das geht über HTTP. Das ist ein Protokoll und das sendet der Browser im Prinzip zum Server. Und da steht drinne: Hole mir doch mal bitte index.html, also eine HTML-Seite. Dann sagt der Server: Ja, alles klar, hier hast du die. Und schickt die HTML-Seite, also im Prinzip die Seite, die die Website beschreibt, zu dem Browser hin. Und dieser kann die dann interpretieren. Das muss man sich vorstellen wie ein Word-Dokument, was der Browser dann liest und darstellt, vernünftig. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich: Scheiße, ich habe doch gar keinen Server. Wie soll ich denn dann hier eine Website schreiben? Das Ganze, wenn man noch keinen Server hat, geht auch lokal. Also man öffnet mit dem Browser einfach eine HTML-Datei, die lokal auf der Festplatte liegt. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Genug Theorie. So, ich öffne hier mal meinen Dateimanager. Ich erstelle eine neue Datei. Ich nenne die mal index.html. Und diese werde ich jetzt bearbeiten. Ich werde die mit dem Texteditor Atom bearbeiten. Ihr könnt aber auch jeden anderen Texteditor nehmen, den ihr gerade zur Hand habt. Auf Windows empfehle ich Notepad ++ und auf Mac könnte man Sublime benutzen. Aber es geht auch jeder andere Texteditor. Wichtig ist vielleicht, dass er Syntax-Highlighting unterstützt. Okay, jetzt können wir auch schon loslegen mit der Bearbeiten. Mit dem Bearbeiten der Datei. Und so eine HTML-Datei ist immer mit sogenannten Tags aufgebaut. Das sind einfach Schlüsselworte, die man ineinander verschachtelt. Und jede HTML-Datei fängt mit dem Tag HTML an. Die Tags schreibt man in so spitzen Klammern. Und das hier ist ein Start-Tag. Und das End-Tag sieht folgendermaßen aus. Der gleiche Text, nur vor dem Text ein Slash. Diesen Slash bekommt ihr, wenn ihr Shift und 7 drückt. Also so ist ein Tag aufgebaut und das hier ist, wie gesagt, der äußerste Tag, der HTML-Tag. In dem HTML-Tag hat das HTML-Dokument zwei weitere Tags. Das ist einmal der Head-Tag. Schließen wir den gleich. Und den Body Tag. Im Head Tag ist für gewöhnlich ein Title Tag. Und hier zwischen Start und End Tag können wir den Titel der Seite definieren. Also der Titel der Seite ist das, was hier im Browser, hier in den Tabs steht oder als Titel in der Titelleiste. Und da wähle ich einfach mal meine erste Seite. So, das wäre geschafft. Wir speichern die einmal ab, die index.html. Und öffnen wieder den Dateimanager. Und jetzt öffne ich diese Datei einfach mal mit meinem Browser.
Ich nehme jetzt hier Opera, aber es geht auch Firefox oder alles Mögliche. Okay, öffnen und wir sehen nichts. Aber die Seite klappt schon mal, weil hier oben als Tag steht meine erste Seite. Und das haben wir auch hier so definiert. Aber die Seite ist komplett leer. Das liegt daran, weil wir den Body Tag noch nicht gefüllt haben. Hier kommt nämlich alles Sichtbare rein. Und hier könnten wir jetzt die Seite mit Inhalt füllen. Passenderweise schreibe ich hier jetzt einfach mal rein: Hello World, weil man das als erstes halt so macht. Wir können die Seite refreshen und wir sehen, jetzt steht hier Hello World. Wir haben unsere erste Website geschrieben. Die sieht jetzt noch ziemlich langweilig aus, aber das ändern wir auf jeden Fall in einem weiteren Tutorial. Also es wird noch richtig spannend. Wir schreiben uns eine richtig coole Seite und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Macht es gut, bis dahin.